Blumen zum Geburtstag. Gretel Bergmann wird 103 Jahre alt und feiert zu Hause in New York, ihrer zweiten Heimat. Unter den Gratulanten mit einem Schreiben des Deutschen Leichtathletikverbandes, die Vorsitzende des Sportausschusses des Bundestages und SPD-Abgeordnete Dagmar Freitag. I feel great. Ich fühle mich großartig und tue alles, damit dies so bleibt. Die deutsche Leistungssportlerin wurde 1936 Opfer des NS-Regimes. Sie war damals die beste deutsche Hochspringerin und gehörte zum Olympiaaufgebot. Nein. Dann sorgten die Nazis dafür, dass sie nicht an den Olympischen Spielen teilnehmen durfte. Ihr Leben wurde inzwischen verfilmt und auch Bücher thematisieren ihre Erlebnisse. Solange sie konnte, leistete sie Widerstand gegen die Nationalsozialisten. 1937 verließ sie Deutschland. Ich glaube, das Leben von Frau Bergmann zeigt auch sehr, sehr deutlich, was es bedeuten kann, wenn Populisten die Macht in einem Land übernehmen. Und gerade für junge Menschen ist es wichtig zu zeigen, was angerichtet werden kann, wenn die Falschen das Sagen haben. Gretel Bergmann hat ihren Frieden mit Deutschland gemacht und blickt voller Zuversicht in die Zukunft. Still a sportswoman.